Hallo zusammen, ich bin Nikolas Preufer, ich wurde ja gerade schon angekündigt, ich bin von der Goethe-Universität und meine Forschungsbereiche liegen an der Schnittstelle KI-Mensch-Maschine-Interaktion und bei Anwendungsfällen im Gesundheitswesen, wie man jetzt hier auch sieht. Mit dem Vortrag heute möchte ich Sie für das Thema Patientenaufklärung mittels KI-basierter Systeme begeistern und wie diese Systeme bei der Aufklärung unterstützen können und dabei zu einer Entlastung des Gesundheitssystems beitragen können. Ja, zum Thema Patientenaufklärung, also was die eigentliche Motivation dieses Themas ist. Also Patientenaufklärung beschreibt zunächst mal die Erweiterung des gesundheitsrelevanten Wissens von Patienten, beispielsweise über Risikofaktoren oder Behandlungsoptionen von bestimmten Krankheiten. Aufgeklärte Patienten, hat man festgestellt, neigen dabei zu weniger gesundheitsgefährdenden Verhaltensweisen als andere Patienten. Aufgeklärte Patienten sind insgesamt auch zufriedener und adherenter bei der Behandlung. Also sie spielen besser mit bei der Behandlung. Auf der Makroebene bedeutet das jetzt zunächst mal auch, dass jeder individuelle Patient, der eben aufgeklärter ist, sich eben besser verhält, also weniger gesundheitsgefährdend verhält, dementsprechend gesünder ist und auch das Gesundheitssystem natürlich weniger belastet, also insgesamt auch auf der Makroebene für ein gesamtes System sehr nützlich, diese aufgeklärten Patienten. Ja, jetzt haben wir natürlich auch schon gehört, dass die Patientenaufklärung zu einer stärkeren Adhärenz beitragen kann. Adhärenz wird hierbei grob definiert als die Einhaltung der gemeinsam von Patient und Arzt gesetzten Therapieziele und der Strategie. Das beinhaltet jetzt beispielsweise regelmäßige Untersuchungen, Voruntersuchungen, aber auch die Medikation. Man hat festgestellt, dass für eine effektive Behandlung von Krankheiten diese Patientenadhärenz eben sehr, sehr wichtig ist. Da ist man in den vergangenen Jahrzehnten auch eher drauf gekommen, dass der Patient natürlich irgendwie auch mitspielen muss bei der Behandlung. Und dennoch hat man aber auch festgestellt, das Problem ist, dass ein substanzieller Teil dieser Patienten eben nicht adhärent ist. Je nachdem, um was für eine Krankheit es sich jetzt handelt und wie schwer diese Krankheit ist und wie schwer diese Behandlung auch ist, kann es zwischen 25% und 50% der Patienten schon mal sein. Das ist natürlich ein erheblicher Anteil an nicht adhärenten oder nicht voll adhärenten Patienten. Also bietet sich hier auch ein großes Potenzial für Verbesserung. Und das hat man natürlich in der Gesundheitsforschung oder medizinischen Forschung auch festgestellt. Beispielsweise hat Miller mit seiner Literaturanalyse festgestellt, dass eben diese Patientenaufklärung zunächst mal zu einer erhöhten Gesundheitskompetenz führen kann. Also Patienten wissen besser, welche Medikation jetzt gut für sie ist und dass eine bestimmte Behandlungsweise, die der Arzt jetzt vorschlägt, besonders hilfreich sein kann. Und dementsprechend hat man auch festgestellt, dass es eine sehr gute Grundlage ist für eine Erhöhung der Patientenadhärenz. Also gibt es hier eben sehr viel Potenzial und ja, es werden eigentlich immer wieder Rufe auch aus der Forschung laut, dass man sich doch mehr mit dieser Verstärkung der Patientenaufklärung beschäftigen soll und innovative Möglichkeiten finden soll. Welche Rolle spielt IT jetzt hierbei? Ja, wir haben jetzt ja auch schon viel über Health Information Technology gehört in den vergangenen Vorträgen. Da gab es ja ein paar heute sehr interessante. Und ja, bisher hat ja Health IT, die sich ja im Rahmen der Adhärenz und der Aufklärung damit befasst, sich vor allem mit dem Selbstmonitoring und dem Selbstmanagement der Patienten befasst. Ja, und hierbei setzt man eben vor allem darauf, dass dieses Selbstmonitoring dabei hilft, die Gesundheitsziele auch besser zu tracken, zu erreichen. Und das ist auch der Fall, das hat man auch festgestellt. Allerdings hilft es nur bei regelmäßiger Nutzung eben dabei, die Gesundheitskompetenz auch nur eventuell zu erhöhen. Und dabei also ist eben auch noch der Fall, dass das aus analytischer Sicht lediglich diese aktuellen Daten, die der Patient auch produziert, eben gemonitort werden und anhand bekannter Statistiken potenzielle Verläufe angegeben werden können. Das lässt natürlich vor allem den individuellen und kausalen Aspekt vermissen, was Patienten auch zu einem direkten Lernerlebnis verhelfen könnte.
Hier kommt jetzt die KI ins Spiel, denn KI-basierte Patientenaufklärungssysteme, wie ich sie nenne, könnten ja speziell eben solche, die Machine Learning basiert sind und auf Daten basiert eben lernen, hier das Potenzial haben, Abhilfe zu schaffen. Indem Sie eben aus diesen Patienten, vorliegenden Patientendaten, lassen Sie das vielleicht Untersuchungsdaten sein oder eben aktuelle Ernährungsdaten und so weiter, den aktuellen Gesundheitszustand oder ein Krankheitsrisiko feststellen. Das ist jetzt natürlich eine nette Sache. Wir haben aber auch schon viel über Blackbox AI geredet und dass die uns jetzt nicht so wirklich den Wissensgewinn bringt. Hier tritt dann die erklärbare KI ins Spiel, also die technische Komponente, die die KI transparent und für uns verständlich macht. Und hierdurch kann so ein System auch erklären, auf welchen Faktoren basierend jetzt dieser Gesundheitszustand abgeleitet wird. Gehen wir noch einen Schritt weiter. Das kann dann natürlich Patienten erklären, welche Faktoren hier besonders wichtig sind und welche zu diesem Gesundheitszustand im positiven Sinn oder auch im negativen Sinn beitragen. Ja, also wir können beispielsweise sagen, wenn ich jetzt einen Belastungs-EKG mache und eine zu hohe Herzfrequenz festgestellt wird, dann wird mir das als rot markiert und mir wird gesagt, hey, pass mal auf, du hast jetzt nicht so gut durchgehalten. Die KI sagt dir das auch und dementsprechend sollten wir hier überlegen, was wir machen können. Ja, also dementsprechend kann man daraus auch Handlungsmöglichkeiten dann ableiten. Also dreht es sich im Endeffekt hierbei darum, dass wir diese eventuelle Patientenaufklärung basierend auf der aktuellen Health Information Technology, die uns zur Verfügung steht, umwandeln in eine direkte Aufklärung von Patienten durch diese transparenten, erklärbaren Analysen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie sollen solche KI-basierten Patientenaufklärungssysteme gestaltet werden? Hierzu habe ich eine gestaltungsorientierte Methodik angewandt und den Design Science Research Approach nach Vaishnavi und Küchler gewählt. Den haben wir heute auch schon in einem relativ frühen Vortrag, glaube ich, gesehen. Der Approach oder diese Vorgehensweise ist in 5 Stufen untergliedert, die wir jetzt einmal gemeinsam in dieser Präsentation durchgehen. Stufe 1 beinhaltet hierbei das Bewusstmachen der Problemrelevanz und der Feststellen der Notwendigkeit einer Lösung. Das haben wir jetzt gerade besprochen. Es gibt eigentlich eine Lücke hier, die wir schließen wollen, und es gibt fehlendes Gestaltungswissen. Und wenn man das so offen lässt, dann entstehen natürlich viele unterschiedliche Vorgehensweisen, möglicherweise auch gefährliche Vorgehensweisen mit KI, die zu starke Blackbox sind. Und das wollen wir natürlich vermeiden. Dementsprechend schlagen wir dann innerhalb von Stufe 2 vor, welche Lösungen wir für dieses Problem finden können. In unserem Fall sind es die sogenannten Design Principles, die wir uns gleich noch anschauen werden. Im Anschluss wird dann dieser Lösungsvorschlag instanziiert in einer Webanwendung, wie es eben hier der Fall ist, die auch KI-basiert ist und sich mit der Risikoprädiktion für Herz- und Kreislauferkrankungen beschäftigt. Das Ganze muss natürlich auch evaluiert werden. In diesem Falle habe ich mich für eine Expertenevaluation entschieden und habe erfahrene Hausärzte dazu befragt in einem sogenannten semi-strukturierten Interaktionsinterview. Und am Schluss wird natürlich diese Analyse dann noch zusammengefasst und an Sie eben präsentiert. Ja, diese Designvorschläge bilden sozusagen den ersten Lösungsvorschlag für dieses offenstehende Problem. Das ist basiert auf verschiedenen Literatursträngen. Einmal auf dem Literaturstrang natürlich der Patientenedukation und Adhärenz. Und natürlich ist auch die Explainable AI hier sehr wichtig, klar. Und die Interactive ML, das muss ich vielleicht kurz noch erklären, beschäftigt sich mit der Kontrollierbarkeit, also mit der Befähigung von Nutzern, KI-Systeme insofern zu kontrollieren, dass sie sie umgestalten können. Also ein normaler Nutzer kann der KI sagen, nee, du guckst jetzt nicht auf diesen Faktor oder du beziehst diese Daten nicht mit ein und ich sage dir, worauf du achten solltest und was ich wissen will. Ich gehe jetzt mal ganz kurz auf diese 6 Designvorschläge ein. Wir werden es dann später auch nochmal an dem implementierten Beispiel sehen. Design Principle 1 beschreibt hierbei die Verwendung transparenter Modelle, was die generelle Grundlage für die Aufklärung und das potenzielle Lernen eben bietet.
DP2 fordert hierbei die globale Erklärbarkeit. Die Offenlegung der globalen Regeln des KI-Systems soll hier dazu beitragen, dass die sogenannten diagnostischen Regeln und im Generellen und deren Wichtigkeit eben auch verstanden wird vom Nutzer. Design Principle 3 wird mit der lokalen Erklärbarkeit schon spezifischer. Mit dieser lokalen Erklärbarkeit soll es Nutzern ermöglicht werden, individuelle Risikofaktoren für Patienten zu inspizieren. Hierdurch kann zum Beispiel der Nutzer erkennen, welche Faktoren zu einem hohen Krankheitsrisiko und zu einem niedrigen Krankheitsrisiko führen. Mit Design Principle 4 wird der Nutzer mittels Interactive Machine Learning ermächtigt, das System zu seinen Zwecken zu verändern und bei einem Patientenaufklärungssystem zu Untersuchungsoptionen, wie es jetzt auch hier eben gleich der Fall sein wird, soll es dem Nutzer so ermöglicht werden, bestimmte Untersuchungen auszuschließen, die er möglicherweise gar nicht machen möchte und trotzdem eben eine Prädiktion durch dieses System bekommt. Design Principle 5 mit der kontrastreichen Erklärbarkeit soll dabei helfen, durch den Vergleich zwischen der Erklärbarkeit verschiedener Patienten ein verfeinertes Gesundheitsfaktorenverständnis zu erlangen. Design Principle 6 schließt ab mit sogenannten Meta-Erklärungen für diese einzelnen erklärbaren Faktoren, die die KI einem zur Verfügung stellt. Und dadurch kann der Nutzer sich bei Bedarf noch eben genauer informieren und mehr Wissen dazu gewinnen. Ja, auf der Suche nach einem möglichen Anwendungscase, das hat natürlich eine ganze Weile gedauert. Es gibt nicht so super viele medizinische Daten, die auch wirklich super gut validiert sind und wo das Label wirklich gut gemacht ist. Ich habe mich dann am Ende für die Implementierung des Heart Information Companion entschlossen. Der Heart Information Companion analysiert dabei eben Untersuchungsdaten zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen und stellt dabei fest, welche Ergebnisse welcher Untersuchungsart zu einem hohen oder niedrigen Krankheitsrisiko führen. Dadurch hat der Patient zum einen die Möglichkeit zu erkennen, welche Werte tendenziell zu einem schlechten Ergebnis führen und zweitens, wie wichtig die verschiedenen Untersuchungen hier auch sind. Hierfür bildet es einmal die technische Grundlage eine Python-basierte Web-Applikation. Python bietet sich natürlich besonders im Umfeld des Machine Learnings an, weil es hier viele gute Bibliotheken auch gibt. Ganz besonders habe ich natürlich zurückgegriffen auf ein inhärent transparentes Modell, das durch eine Bibliothek von Microsoft Research auch in der Grundform zur Verfügung gestellt wird, die Explainable Boosting Machines. Die sind sehr gut transparent machbar und haben sich auch in Health Analytics Aufgaben schon häufig bewährt. Als Web-App-Backend habe ich die Anvil-Bibliothek verwendet. Für Machine Learning-Systeme ist natürlich die Datengrundlage besonders wichtig. Hierbei habe ich mich für ein ziemlich populäres und auch oft verwendetes Datenset berufen, das sogenannte Cleveland Heart Examination Dataset. In diesem Heart Examination Dataset finden Sie zunächst mal einige Untersuchungen von mehreren hundert Patienten. Ich glaube, ca. 300 waren es. Das klingt jetzt erstmal nicht so spektakulär, aber diese Patienten haben sehr viele Untersuchungsdaten alle durchlaufen. Und so haben wir beispielsweise eine Untersuchung auf dem Belastungs-EKG, auf dem Ruhe-EKG. Wir haben die Messung des Blutcholesterins, des Serumcholesterins. Wir haben auch beispielsweise nuklearmedizinische Tests, also wie beispielsweise das Beigeben eines Thallium-Kontrastmittels, was jetzt, wie ich dann auch erfahren habe, gar nicht mehr so üblich ist, in Deutschland zumindest, aber es wird noch gemacht und es wird in den USA, glaube ich, auch noch ein bisschen mehr gemacht. Ist jetzt eine ganz wackelige Aussage, aber auch jedenfalls haben wir hier auch ziemlich viele Tests drin, die dann auch die Grundlage für unsere 13 Features bieten, auf Basis derer wir dann auch das Label vorhersagen, was ein hohes Risiko für Patienten ausspucken kann, also ein hohes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder auch ein niedriges Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Genau, das Ganze bildet dann die Grundlage für den Heart Information Companion, der eben diese Werte, die
bei diesen Untersuchungen herauskommen, also die Patient Health Readings analysiert, um dann eine Prädiktion zu schaffen. Das Wichtigste, natürlich werden dabei die Faktoren, die wichtigen Faktoren erklärt. Hier haben wir jetzt nochmal einen groben Überblick über das System, also das Herzstück des Systems. Ich gehe jetzt nur kurz darauf ein, weil wir sind ja auch ein bisschen knapp in der Zeit, ne? Im Endeffekt finden Sie hier das Thema der globalen Erklärbarkeit bei Design Principle 2. Hier sehen wir jetzt die globalen Regeln des KI-Modells, also was hat das KI-Modell generell aus diesen Daten gelernt? Und beispielsweise ist hier jetzt, sind diese Regeln oder die Daten, die Wichtigkeit der Daten angeordnet von am wichtigsten bis zu am wenigsten wichtig. Und beispielsweise wurde eine Fluoroskopie gemacht und das KI-Modell hat gelernt, dass eben besonders diese Fluoroskopie-Aussage, also ob beschädigte Blutgefäße festgestellt wurden in dieser Untersuchung, besonders wichtig ist. Und beispielsweise ist aber auch dieser nuklearmedizinische Test besonders wichtig gewesen. Also diese Injektion dieses Thallium-Kontrastmittels ist sehr wichtig, um festzustellen, ob eben Herzdefekte vorliegen. Wenn wir jetzt auf der rechten Seite mal auf diesen Graphen gucken, hier ist die individuelle Erklärbarkeit und die tatsächliche Prädiktion auch für einen individuellen Patienten vorhanden. Und hier sieht man eben auch, der Patient, der männlich, erwachsen und eigentlich gesund ist, hat auch einen niedrigen Wert zugewiesen bekommen, ja, also ein niedriges Risiko, weil das Risiko ist niemals bei Null. Hier kann man jetzt sehen, sowohl die roten Faktoren als auch die grünen Faktoren, ja, also positiv und negativ gesundheitstechnisch gesehen, sind wieder angeordnet von am gravierendsten bis zu ja, am wenigsten gravierend und hier eben auch weiter unten am gravierendsten. Ja, also was wirkt sich jetzt wie aus? Hier wirkt sich beispielsweise aus, dass der Patient im Belastungs-EKG einen Puls von 182 hatte. Das hört sich jetzt relativ hoch an, scheint aber für diesen Patienten insbesondere jetzt sehr positiv doch gewesen zu sein, dass er offensichtlich belastbar war. Was sich aber sehr negativ für ihn ausgewirkt hat, war eben der hohe Serum-Cholesterinspiegel von 321 Milligramm pro Deziliter. Tendenziell wird in der Medizin auch davon gesprochen, dass bei Männern zumindest in diesem Alter scheinbar das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen ein bisschen höher ist und dementsprechend zeigt die KI einem das dann auch so an. So, jetzt haben wir für diese Person einen niedrigen Prädiktion, eine niedrige Risikoprädiktion bekommen. Für einen anderen Patienten schaut das wieder anders aus und dementsprechend spielt da hier jetzt diese Design Principle 5 rein, also das kontrastreiche Lernen, das uns durch die Auswahl verschiedener Patienten eben ermöglicht, diese erklärbaren Faktoren auch zu vergleichen. Ja, und dadurch kann eben das Wissen nochmal verfeinert werden. Also ich habe hier nicht nur ein Beispiel oder mein eigenes Beispiel, sondern verschiedene Patienten, wo ich dann auch mal sehen kann, wie sich es unterscheidet. Meta-Erklärungen helfen uns, das nochmal durch kleine medizinische Beschreibungen noch ein bisschen besser zu verstehen. Das ist, denke ich, sehr wichtig, wenn sich ein Patient ein bisschen verloren fühlt oder sich weiter informieren will. Und natürlich hilft einem hier natürlich auch das Interactive Machine Learning von Design Principle 4 dabei, nochmal das Modell so anzupassen, wie der Patient das eben möchte. Also beispielsweise den Thallium-Stresstest auszuschließen, weil er eben keine Injektion dieses Mittels wünscht. Dementsprechend muss natürlich das KI-Modell neu kalkuliert werden und die Performance passt sich auch dementsprechend an. Ich hätte hier jetzt eigentlich noch ein Demonstrationsvideo mitgebracht, aber in Anbetracht der Zeit würde ich das in die Interaktions- oder Fragesession packen. Ich möchte kurz noch auf die Evaluation dieses Systems eingehen. Es wurde mit Hilfe erfahrener Hausärzte vorgenommen. Warum? Hausärzte sind die Experten im medizinischen Bereich, die sich besonders an der Front der Patientenaufklärung auskennen und dementsprechend war es für mich wichtig, dass zunächst mal diese Experten so ein System evaluieren und nicht ein Patient, der theoretisch was davon lernen kann, was falsch sein könnte. Und so habe ich die auch Evaluation mit Ihnen innerhalb dieses semi-strukturierten Interaktionsinterviews vorgenommen, wo
wo die Ärzte zunächst eingeführt wurden in dieses System und dann mit dem System interagiert haben und es abschließend noch evaluiert haben mitsamt der Designvorschläge. Und insgesamt haben die Ärzte eigentlich allen Designvorschlägen zugestimmt, hatten allerdings auch noch Anmerkungen bezüglich des Systems, welches sich auch an die Charakteristika der Patienten natürlich anpassen sollte, gegeben der psychologischen Grundzustandes der Patienten, gegeben des Alters der Patienten, gegeben des vorherigen Adhärenzverhaltens des Patienten. Insgesamt waren sie aber doch sehr positiv dem gegenüber eingestellt und haben das auch als Zukunft in der Patientenaufklärung dann gesehen. Ja, zusammenfassend lässt sich jetzt sagen, dass dieses Forschungsprojekt zum einen zu einem stärkeren Bewusstsein über das Potenzial von KI-basierten Patientenaufklärungssystemen beiträgt. Zum anderen schaffen die 6 initialen evaluierten Design Principles eine gute Grundlage für die zielgerichtete Weiterentwicklung solcher Systeme und Forschung in diesem Bereich. Die zukünftige Forschung kann beispielsweise darauf aufbauen, indem sie diese Design Principles in Laborstudien weiter evaluiert oder weiter verfeinert. Des Weiteren kann die tatsächliche Effektivität von KI-basierten Patientenaufklärungssystemen ebenfalls in Studien getestet werden. Ja, so viel zunächst mal zu diesem Vortrag. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich natürlich jetzt schon auf Ihre Fragen.